Das ist MS10 vom Bodamin. Einführen und abspritzen. Riecht jetzt nicht wie die Nevea-Creme for Men, aber... Ich glaube, der mag mich. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Homebase Solution. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir Horizontalsprache mit MS10 machen vom Bodamin. Aber vorab, der Kanal wird unterstützt von Bauking, beziehungsweise wir werden von Bauking unterstützt. Die suchen momentan Auszubildende im kaufmännischen Bereich, Lageristik und, und. Wir verlinken euch mal den ihre Seite unten bei uns in der Videobeschreibung. Klickt mal drauf, guckt mal rein, vielleicht ist ja was für euch dabei. Die haben 50 Standorte in Deutschland, vielleicht auch bei dir in der Nähe. Und ja, wenn du Bock hast, bewerb dich und ja, vielleicht kommen wir mal vorbei und kaufen was ein. Vielleicht auch bei dir. Wir wollen heute eine Horizontalsperre machen. Eine Horizontalsperre heißt, wir wollen hier dieses Mauerwerk abdichten. Wir sehen jetzt hier, so soll das aussehen, hier ist es trocken und hier sehen wir, es ist ein bisschen nass. Nicht nur ein bisschen nass, sondern ganz schön nass. Ist halt ein altes Gebäude, ist altes Mauerwerk und wir werden draußen keine Sockelabdichtung haben. Das heißt für mich später, ich muss nicht nur den Schritt machen, sondern ich muss auch draußen den Putz abmachen und eine neue Abdichtung bringen. Aber vorerst, weil wir hier drinnen fertig werden wollen, müssen wir hier Löcher bohren. Das funktioniert wie? Wir haben eine Injektagemörtel wollte ich sagen. Nein, wir haben eine Injektagecreme. Das ist MS10 von Bodamin. Schweineteuer. Da kostet der Liter 70 Euro. Und wir haben hier 10 Liter drinnen. Den Rest könnt ihr euch ausrechnen. Wir haben jetzt bei 24er Mauerwerk, was wir hier haben, brauchen wir ca. 310 oder 320 Milliliter auf Meter. Wir müssen alle 10 cm ein Loch bohren. Dafür bauen wir uns hier gleich eine Schablone, weil ich habe keine Lust, mir fünfmal alles anzuzeichnen. Dann sieht das Zeug nämlich so aus. Das ist meine Creme. Das ist halt wirklich so Creme, ne? Das ist wirklich wie, wer kennt es nicht, Nivea Creme. Riecht jetzt nicht wie die Nivea Creme for Men, aber es riecht jetzt auch nicht schlecht. Mal so out of the video. Das ist wirklich okay. Das ist okay, ne? Wir haben hier unsere Sauberkeitsschicht bzw. unser Streifenfundament, was wir früher eingebaut haben. Oder Keller, wie auch immer drunter. Bino, die Klappe! Wir haben Videodreh hier. Genau. Wir haben hier unser Streifenfundament, erste Mörtelschicht. Das heißt, wir müssen hier Löcher bohren, alle 10 cm. Und dann quasi nochmal 60 cm drüber, alle 10 cm ein Loch bohren. Damit wir erste Sperre haben, zweite Sperre haben. Und von außen müssen wir dann abdichten. Jetzt haben wir hier schon vorgemauert. Dahinter ist dicht, weil dahinter ist Pappe. Das wissen wir. Das haben wir selber gemacht. Das ist fertig. Das heißt, wir bohren jetzt noch hier rein. Wie es in X-Hin funktioniert, zeigen wir euch auch gleich. Und das Geile ist bei dem Zeug, wir brauchen keinen Druck. Das heißt, wir haben nur eine sogenannte Mörtelspritze. Mörtelspritze, wir tauchen es ein, ziehen auf und dann pusten wir es raus. Wir legen quasi die Injektagecreme in den Mörtel rein. Wie funktioniert die Injektagecreme? Die Injektagecreme wird bei Berührung mit Wasser, wird sie sehr dünnflüssig, niedrig viskos in Fachkreisen genannt. Das bedeutet, durch die Viskosität der Creme zieht die quasi so um die 5 bis 6 cm in der Mörtelschicht entlang. Und somit macht die das dann auch von der anderen Seite, deswegen alle 10 cm. Und die ganze Mörtelschicht, quasi die ganze Lagerfuge, ist dann voll mit der Injektagecreme und somit haben wir unsere Horizontalsperre neu. Wir müssen uns an unserem Bohrer, diesen da, müssen wir uns ungefähr anzeichnen, bis wohin wir bohren dürfen, weil wir dürfen maximal 5 cm nach außen bohren. Das heißt, wenn das hier komplett unsere Wand ist, dürfen wir maximal bis hierhin bohren, dass wir die 5 cm nach außen stehen lassen, damit die Injektagecreme dann auch nach außen ziehen kann, wenn es nass ist. Was nehmen wir für eine Maschine? Wir haben hier eine DEWALT Akkumaschine, 54 Volt Gerät. Das ist die große Variante von dem, also die größere Variante von der Akkubohrmaschine. Mit der kannst du ohne Schlagbohren, mit Schlagbohren oder stemmen. Funktioniert einwandfrei. Wir haben jetzt hier einen 54 Volt, 6 Ampere Stunden Akku. Das reicht dafür vollkommen aus. Die haben mittlerweile auch 12 Ampere Stunden Akkus. Die Maschine packen wir euch mal unten in die Videobeschreibung als Link. Könnt ihr euch bei Amazon gönnen, wenn ihr wollt. Oder halt bei Bauking bei euch in der Nähe. Könnt ihr sie sicherlich auch bestellen. Die haben auch DEWALT im Angebot. Wir brauchen einen 12 mm Bohrer. Einschneidig. Vierschneidig. Der hier hält länger, gerade vom Bohrkopf. Bohrt sich auch schöner. Die gehen auch. Das ist wurscht. Herrlich, fertig. Schön. Schön, schön.
10 cm von der Ecke weg, weil wir im X-Teil sowieso diagonal reinbohren von beiden Seiten. Dann ist nämlich der Plan, zeig's euch mal hier oben, wir halten an. Aha. Schön, oder? Dann schauen wir mal in den Spuren. Wir haben uns das jetzt schön markiert. Jetzt bohren wir einmal diagonal in die Fuge. Das haben wir von der anderen Seite auch schon gemacht. Löcher sind gebohrt, unten oben, ausgeblasen haben wir sie auch und jetzt, bevor wir in die Etagecreme einsprühen, bevor wir den Schlauch einführen und abspritzen, rühren wir ein bisschen Mörtel an. Viel werden wir nicht brauchen. Warum rühren wir Mörtel an? Wir wollen die Löcher verschließen, damit die Injektagecreme dann nicht mehr rausläuft. Herrlich. So, dann nehmen wir unsere Mörtelspritze. Diese hier eine welche. Mörtelspritze ist sauber. Deckelchen auf. Dann nehmen wir den Schlauch hier. Gucken, wie wir das so aufziehen können mit Schlauch. Aha. Ich glaube, der mag mich. So, jetzt nehmen wir hier mal das große Loch. Wow, hallo, geil, warte. Einführen, drücken. Merkst du was? Ja. Hey, hey, hey. So Leute, das langweilig wird, wenn ihr mir die ganze Zeit hier beim Löcherstopfen zuseht und wie ich was in die Löcher reinspritze und wenn es dann rauskleckert und wieder rausziehe, beim Rausziehen kleckert es rein und dann, ja egal. Wir sehen uns gleich wieder beim Löcherschließen. So, jetzt müssen wir die Löcher schließen. Wir haben alle Löcher gefüllt, überall guckt jetzt ein bisschen Zeug raus, so wie es sein soll, so ein bisschen rauslaufen. Und jetzt nehmen wir unseren Zementmörtel und schließen das wieder zu, die Löcher. Warum zu? Die Injektagecreme, damit die einmal keine Luft bekommt, weil wenn sie die ganze Zeit offen stehen würde, würde das vorne austrocknen und würde nach innen wegtrocknen. Das wollen wir nicht. Es soll schön feucht bleiben und soll bei Berührung mit Feuchtigkeit quasi ins Mauerwerk ziehen. Also schließen wir die Seite, weil der Mörtel bindet ja schneller ab, wie die Injektagecreme. Und somit schließen wir klecker, klecker das einmal. Ja Leute, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Ich muss das einmal hier im Haus komplett im gesamten Erdgeschoss machen. Das wäre jetzt aber echt zu langweilig, euch zu zeigen, wie ich jedes Mal Löcher bohre, Bürstenblasen, beziehungsweise, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr informiert werden wollt, wenn neue Videos kommen. Ansonsten guckt euch gerne unsere anderen Videos an. Es geht ja nicht nur um Injektage, also für die, die dabei, noch nicht dabei sind, die das erste Video gucken. Es geht ja nicht nur um Injektage, sondern es geht auch um Trockenbau, Fliesen, Rohbau und. Also wirklich die komplette Brandbreite. Das ist die Brandbreite. Ja, das ist ja egal. Lasst es genau so drin, bitte. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, der Daniel bohrt jetzt hier noch eine Runde weiter und dann muss auch gleich wieder los, weil wir haben noch ein bisschen Family, Kaffee trinken und so. Bis später. Tschüss.